Guten Abend, schön sind Sie mit dabei bei Einstein. Morgen erwartet uns eine partielle Sonnenfinsternis, für die meisten ein Spektakel. Aber es gibt auch die, die morgen ab 9:30 zittern, weil dann wird es heikel. Angst vor dem Blackout, warum die europäischen Stromnetzbetreiber die morgige Sonnenfinsternis fürchten. Unerschöpfliche Energiequelle. Wissenschaftler wollen das Sonnenfeuer auf die Erde holen und damit das Energieproblem lösen. Mit allen Wasser gewaschen. Der Wäschbär wütet. Nicht nur in Wohngebiet, auch in der Natur. In unserer Serie zeigen wir, warum der Herzigkerl andere Tierarten bedroht. Ein Stromblackout wegen der Sonnenfinsternis. Da wird man ja schon mal hellhörig. Aber Sie können sich vorstellen, es hängt mit der Sonnenenergie zusammen, weil ohne Sonne kein Solarstrom. Aber warum fällt das dermaßen ins Gewicht, dass man sogar einen Blackout fürchten muss? Die Sonnenfinsternis 1999. Die Sonne verschwand in Europa vollständig hinter dem Mond. Damals war der Anteil der Solarenergie am Stromnetz noch klein. Unterdessen ist der Solarstromanteil 50 Mal größer. Die diesjährige Sonnenfinsternis ist zwar nur partiell, aber was an Solarenergie in sehr kurzer Zeit wegfällt, könnte trotzdem enorm sein, vermutet der Energieexperte Christian Schaffner von der ETH Zürich. Wenn man Daten anschaut, dann sieht man, dass wir einen Rückgang haben von der Leistung der Photovoltaik, wo pro Minute etwa einem Kraftwerk Mühleberg, also einem Kernkraftwerk Mühleberg entspricht. Und das ist doch ein sehr schneller Rückgang, den man sonst nicht so im System erlebt hat. Das Stromnetz muss während der ganzen Sonnenfinsternis mit Schwankungen von über 30 Gigawatt fertig werden. Auch für Swissgrid eine so noch nie dagewesene Herausforderung. Die gesamtschweizerische Stromnetzbetreiberin ist für die Netzstabilität verantwortlich. Seit fast einem Jahr bereitet man sich darum hier auf die Sonnenfinsternis vor. Denn schnelle Stromschwankungen sind Gift fürs Stromnetz. Es muss laufend so viel Strom erzeugt werden, wie gerade verbraucht wird. Gibt es plötzlich zu wenig Strom, gleichen in der Regel Pumpspeicherkraftwerke diese Schwankung aus. Die Schweizer Solarenergie macht derzeit weniger als 1 Gigawatt aus und könnte bei einem Ausfall problemlos kompensiert werden. Das Problem liegt im Ausland und dort gibt es wesentlich mehr Solarstrom. Deutschland beispielsweise hat 38 Mal mehr als die Schweiz, Italien 17 Mal und Frankreich 5 Mal mehr. Durch die Sonnenfinsternis könnten am Morgen innerhalb kurzer Zeit 10 Gigawatt wegfallen. Die zehnfache Leistung eines großen Atomkraftwerks. Kurz vor 12 endet die Sonnenfinsternis, wenn die Solarzellen am meisten Strom liefern. Dann könnte ihre Leistung sehr schnell von praktisch null auf über 30 Gigawatt ansteigen. Der schlimmste Fall wäre, die Schwankungen könnten nicht schnell genug kompensiert werden. Stromproduktion und Stromverbrauch würden aus dem Gleichgewicht fallen. Um Schäden zu vermeiden, käme es zu regionalen Blackouts, die sich in einer Kettenreaktion in ganz Europa ausbreiten könnten. Von Griechenland über Polen bis Portugal ist alles miteinander verbunden. Wenn es irgendwo in Europa ein Problem gäbe, würde sich das auch auf die Schweiz auswirken. Am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot. Das hat sehr viele Vorteile im Normalfall, weil wir uns gegenseitig Reserve stellen können. Das heißt aber auch, wenn wir sehen, da kommt irgendwas auf uns zu, wie die Herausforderung jetzt mit der Sonnenfinsternis, dass wir auch alle gemeinsam dran schaffen, um die Vorbereitungen so abzustimmen, dass wir ruhigen Gewissens in diesen Tag gehen können. In den nächsten Jahren ist durch die Energiewende mit einer deutlichen Zunahme an Solarstrom zu rechnen. Leistungsschwankungen im Stromnetz könnten häufiger und stärker werden. Mit der heutigen Struktur werden die Netzbetreiber aber bald an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere müssen flexible Kapazitäten am Netz sein. Wir müssen Kraftwerke haben, die schnell reagieren auf solche Vorfälle. Und dort ist sicher noch viel Arbeit notwendig. Während der Sonnenfinsternis morgen Freitag ist schönstes Wetter vorausgesagt. Schwierig für die Stromnetzbetreiber, denn so werden die Solarzellen besonders viel Strom produzieren und die Leistungsschwankungen könnten besonders groß werden.
Ja, die Sonne. Sie ist ein gewaltiges Kraftwerk. Da wird in einer Sekunde so viel Energie freigesetzt, wie wir auf der Erde in fast 1 Million Jahren verbrauchen würden. Kein Wunder, träumen Wissenschaftler davon, den Prozess, der auf der Sonne passiert, auch bei uns auf der Erde künstlich zu erzeugen. Das wäre dann eine schier unerschöpfliche Energiequelle und zu allem her auch noch sicher und sauber. Ja, das wären einmal sonnige Aussichten für unsere Energiezukunft. Aber eben, die Wissenschaftler träumen davon. Wie nah wir heute dem Traum schon sind und was im Inneren der Sonne überhaupt passiert. Die Sonne. Erst ihre Strahlen machen das Leben auf der Erde möglich. Die nötige Energie gewinnt die Sonne durch Kernfusion. Zu knapp 3/4 besteht die Sonne aus Wasserstoff. Aufgrund der hohen Temperaturen von 15 Millionen Grad liegt der Wasserstoff in der Sonne als Plasma vor. In diesem Zustand trennen sich in den Wasserstoffatomen die Elektronen von ihren Kernen. Erst unter diesen Voraussetzungen wird Kernfusion möglich. Im Plasma der Sonne verschmelzen Wasserstoffkerne miteinander zu Helium. Eine Reaktion, bei der extrem viel Energie frei wird. 1934 wurde der Effekt erstmals wissenschaftlich nachgewiesen. 18 Jahre später gelingt die erste große Kernfusion auf der Erde. Am 1. November 1952 zünden Amerikaner die erste Wasserstoffbombe auf der Insel Elugelab im Westpazifik. Die Insel verdampft augenblicklich. Der Feuerball wächst innerhalb weniger Sekunden auf fast 5 Kilometer Durchmesser an. Alles im Umkreis von 10 Kilometern wird durch die Druckwelle leergefegt. Die Pilzwolke erreicht eine Höhe von 43 Kilometern. Gleichzeitig kommt die Hoffnung auf, dass sich diese gewaltigen Kräfte auch kontrollieren und friedlich nutzen lassen. Als unerschöpfliche Energiequelle. In der Folge wurden auf der ganzen Welt Fusionsmaschinen gebaut. Das am weitesten entwickelte Konzept hierfür ist der Tokamak. Die Resultate der Fusionsexperimente nährten die Hoffnung, Kernfusion könnte in einigen Jahrzehnten die globalen Energieprobleme für immer lösen. Auch am Forschungszentrum für Plasmaphysik, der EPFL in Lausanne, steht ein Tokamak. Der Physiker Christian Theiler ist einer der Forscher, welche hier untersuchen, wie die ungeheure Energie in Plasma gebändigt werden kann. Doch wie unterscheidet sich die Fusionsenergie in einem Tokamak von jener einer Wasserstoffbombe? Ein grosser Unterschied ist, dass in der Wasserstoffbombe ist der ganze Brennstoff schon auf einem kleinen Volumen konzentriert. Während in einem Tokamak ist es anders, da sind nur kleine Mengen von Brennstoff auf einmal im Plasma drin und die werden dann kontinuierlich zugeführt, wenn es wieder neue braucht. In einem Tokamak braucht es nur 1 Gramm Brennstoff auf 1000 Kubikmeter. Und den Brennstoff, die Wasserstoffisotope Tritium und Deuterium, liefern das Meer und die Erde im Überfluss. Deuterium ist praktisch unbeschränkt im Wasser vorhanden. Und Tritium wird im Fusionsreaktor aus Lithium gewonnen, welches reichlich in der Erdkruste vorhanden ist. Die Brennstoffe sind überall auf der Erde vorhanden. Und viel davon braucht es gar nicht. Was halt schon beeindruckend ist bei der Fusion, ist halt die Energiedichte. Also wenn man jetzt das 1 Gramm Lithium nimmt, das in so einer Batterie steckt, und das Deuterium, also der schwere Wasserstoff, wo man 20 Liter Wasser findet, dann gibt es mit der Fusion gleich viel Energie, wie in 9000 Liter Benzin steckt. Und mit 9000 Liter Benzin kann man 4-mal um die Welt herumfahren. Im Moment wird der Tokamak an der EPFL gewartet. Das ermöglicht den seltenen Einblick ins Innere des Vakuumgefäßes, dem Herzstück des Tokamaks. In diesem Vakuumgefäß zirkuliert während der Experimente das glühend heiße Plasma. Um den Fusionsprozess auszulösen, wird das Plasma in der ringförmigen Vakuumkammer auf mehr als 100 Millionen Grad Celsius erhitzt. Erreicht wird dies mit Mikrowellen. In einem Fusionsreaktor verschmelzen dann die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zu Helium. Dabei wird ein Neutron freigesetzt. Die ungeladenen Neutronen verlassen ungehindert das Plasma. In einem zukünftigen Kraftwerk werden diese im Reaktormantel abgebremst. Die dadurch erzeugte Wärme wird dann wie bei konventionellen Kraftwerken via Dampferzeugern in Strom umgewandelt. Je nach Experiment erreicht ein Plasma in einem Tokamak 100 Millionen Grad und mehr. Das ist rund 6-mal heißer als die Temperatur in der Sonne.
Damit die Wände im Betrieb nicht sofort schmelzen, darf das Plasma diese gar nicht erst berühren. Christian Theiler demonstriert an einem Vakuumgefäß zur Plasmaerzeugung das Prinzip, wie das heiße Plasma von den Wänden getrennt bleibt. Weil eben das Plasma aus geladenen Teilen besteht, kann man es mit magnetischen Feldern beeinflussen und in eine Form zwängen. Und das machen wir jetzt. Jetzt tun wir das Magnetfeld da drinnen erhöhen. Und wie man sieht, gibt es jetzt einen schönen orientierten Strahl von Plasma. Das Prinzip ist erprobt und funktioniert. Trotzdem ist man noch Jahrzehnte von einer kommerziellen Nutzung entfernt. Ich würde sagen, es ist halt eben einfach die technische Probleme, dass es einfach so schwierig ist, überhaupt die extremen Bedingungen nötig für die Fusion zu erreichen und das effizient genug zu machen. Also bis jetzt hat man noch keine positive Energiebilanz. Man muss immer noch mehr Energie reinstecken für die Fusion, als man durch Fusionsreaktionen überkommt. Und das ist sicher die grösste Hürde. Der Grund: Die heutigen Tokamaks benötigen noch zu viel Energie für die Plasmaheizung und können erst während weniger Sekunden Wasserstoffatome verschmelzen lassen. Eine Lösung ist der Bau größerer Versuchsanlagen. Deshalb haben 2005 die Europäische Union zusammen mit Indien, Japan, Südkorea, Russland, China und den USA beschlossen, den Forschungsreaktor ITER zu bauen. Seit 5 Jahren laufen die Bauarbeiten im südfranzösischen Cadarache. 2020 soll hier der größte Kernfusionsreaktor der Welt stehen. Es ist eines der größten Experimente der Menschheitsgeschichte. Die experimentelle Nutzung wird mehrere Jahrzehnte dauern. Die Projektkosten von ITER belaufen sich auf rund 16 Milliarden Euro. Die Schweiz ist am Projekt beteiligt und steckt jährlich 20 bis 25 Millionen Franken in die Fusionsforschung. Im Inneren von ITER soll das Fusionsfeuer statt weniger Sekunden mehrere Minuten brennen und erstmals bedeutend mehr Energie gewonnen werden, als die aufgewendete Heizleistung verbraucht. Es ist auch besser, wenn das Plasma grösser ist. Dann ist es einfacher, die positive Energiebilanz zu erreichen. Man muss halt besser verstehen, wie dann die grossen Plasma sich verhalten. Ob das anders ist, ob es gewisse Probleme gibt, die man jetzt hier in so kleineren Maschinen nicht hat und wie man dann die kontrollieren kann in einer grossen Maschine. Schafft die Technologie den Durchbruch, wären viele Probleme der heutigen Energiegewinnung gelöst. Bei der Kernfusion werden kaum Treibhausgase freigesetzt. Zu einem GAU wie bei der Kernspaltung kann es nicht kommen. Und ein Endlager für hochradioaktive Abfälle braucht es nicht. Deshalb investiert die Forschung so viel in das Projekt, das Sonnenfeuer auf die Erde zu holen. Ja, ob denn Kernfusion oder andere neue Technologien, bis die genug Energie liefern, um unseren Stromhunger zu stillen, sind wir wohl oder übel noch auf die Atomenergie angewiesen. Ein Thema, das die SRF Kulturabteilung aktuell in all seinen Facetten in einem Schwerpunkt beleuchtet. Auch wir greifen es heute auf, und zwar den Ernstfall, den GAU im AKW. In den Spielfilmen wird häufig und gern mit dieser Angst gespielt, so auch im Thriller «Tag der Wahrheit», der morgen Abend um 8 Uhr auf SRF 2 läuft. Ein Mann übernimmt den Kommandoraum von einem AKW und droht damit, die ganze Anlage in die Luft zu sprengen. Ich habe hier exakt noch 8,26 Kilogramm Sprengstoff. Sollte es zu einer Sprengung kommen, wird niemand die Kernschmelze mehr verhindern können. Ein Bedrohungsszenario, das zum Schlimmsten führen kann. Aber einmal abgesehen von der filmischen Fiktion, wie wären wir in der Schweiz auf so einen Vorfall vorbereitet? Wenn Sie wie ich im Umkreis von 50 km von einem AKW wohnen, dann haben Sie vor ein paar Monaten auch die Kalium-Jodid-Tabletten im Briefkasten gehabt. Die sollen im Ernstfall verhindern, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse einlagert und im schlimmsten Fall zu Krankheiten wie Krebs führt. Und wer ganz nahe bei einem AKW wohnt, sollte auch noch diesen Notfallplan zu Hause aufhängen, um noch schneller richtig reagieren zu können. Aber was heisst eigentlich richtig reagieren, wenn denn so eine radioaktive Wolke droht? Meine Kollegin Katrin Hönecker wollte es wissen. Und so viel kann ich schon verraten. Auf und davon ist keine gute Idee. Die nationale Alarmzentrale teilt mit, in der Umgebung des Kernkraftwerks Güsgen gelten folgende Anweisungen. Bleiben Sie ab 17.30 Uhr im Haus innen, legen Sie Ihre Kaliumjodid-Tabletten bereit. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Hören Sie Radio, wir informieren Sie weiter. Dies war eine Mitteilung der Nationalen Alarmzentrale. 5,3 Kilometer von da weg ist das AKW Güsgen. Wenn dort ein ernsthafter Unfall passiert, gehört, wie wir hier 10'000
Haushalte Durchsage im Radio in dieser Gefahrenzone. Und wissen wahrscheinlich nicht, was muss man überhaupt machen? Wie reagiert man richtig? Und wie schützt man sich in so einem Fall? Wir spielen heute das Notfallszenario durch, zusammen mit denen, die es wissen müssen. Einerseits mit dem Einsatzleiter der Nationalen Alarmzentrale, Florin Simeon Babuin, und vom Bundesamt für Gesundheit, Daniel Storch. Ist das Radio heute noch das aktuellste und schnellste Medium, um möglichst viele Leute zu erreichen? Das, was wir sagen, das Wichtige ist, wenn die Sirenen abgeht, dass Leute Radio hören, weil dort haben wir noch eine Möglichkeit, um die, wie wir vorhin gehört haben, diese Mitteilung rauszulassen. Also, ich höre von der Gefahr im Radio und ich will wahrscheinlich als erstes das Fenster schauen. Sehe ich die Gefahr? Herr Storch, würde mir das schmecken? Würde mir das sehen, wenn ein atomarer Unfall ist? Also, sie würden nichts schmecken und sie haben keinen Sinn dafür. Also, sie können es auch nicht spüren, Radioaktivität. Also, im Moment hat man einfach eine Alarmierung ausgelöst. Das heisst, Radio hören. Und jetzt müssen wir schauen, was ist überhaupt passiert. Wie müssen wir uns verhalten? Das ist die Checkliste, richtiges Verhalten bei einem KKW-Unfall. Im besten Fall hat man das zur Hand. Schlag's auf. Also, Radio hören, Anweisungen der Behörden befolgen, Nachbarn informieren. Wie mache ich das? Renne ich jetzt durchs ganze Haus oder lüte ich allen an? Es wird wahrscheinlich auch in Panik aufkommen. Das, was wir sagen, ist, man hat dort wirklich noch genug Zeit. Und man muss sich auch überlegen, wenn wirklich alle ins Auto steigen und abfahren, dann gibt es riesige Staus. Und das, was wir vermeiden wollen, ist, dass wir verstopfte Strassen haben, Radioaktivität rausgeht und wir nachher die Leute in den Autos haben, weil dort ist der Schutz gleich null. Und ich lese, bitte nicht telefonieren. Wie soll man denn seine Angehörigen, seine Liebsten informieren? Das ist eine gute Frage. Also ich sage genau, wahrscheinlich greift man dann auch zum Telefon und ruft an und fragt einmal, wo bist du und komm doch mit heim. Weil das, was wir sagen, ist wirklich wichtig, dass Familien zusammen sind, wenn wir so einen Unfall haben. Weil das, was man nicht will, ist, dass die Leute irgendwo sind und man keine Ahnung hat, wo sie sind. Verkehrsspezialisten der ETH Zürich haben im Auftrag des Bundes berechnet, ob die Gefahrenzone um das AKW Göskin überhaupt vor dem Ausbruch der radioaktiven Wolke evakuiert werden könnte und wie lange so etwas dauern würde. Sie versuchen normalerweise mit ihrem Simulationsprogramm die typischen Verhaltensmuster des täglichen Verkehrs zu analysieren. Bei einer Evakuierung ist das ja ganz anders. Da weiß man, es ist irgendwas passiert. Man weiß jetzt aber nicht, wie reagieren die anderen Leute, wo fahren die lang. Und entsprechend überlegt sich jede Person für sich selber, wie mache ich das jetzt am besten. Dann wird man vielleicht mitten auf dem Arbeitsweg wird man beschließen, man kehrt um, fahrt wieder heim, sammelt seine Kinder unterwegs noch für die Schule im Kindergarten. Wartet, bis die Frau oder Home ist, fahrt dann zu den Großeltern, weil die nicht motorisiert sind, und flüchtet dann gemeinsam aus dem gefährdeten Gebiet. Eine Evakuierung des dicht besiedelten Mittellandes kann ganz unterschiedlich ablaufen. Links sind die Verkehrsbedingungen ziemlich gut, rechts behindert schlechtes Wetter den Verkehrsfluss. Je weiter jetzt die Zeit an und für sich weiterläuft, desto stärker sieht man jetzt die Unterschiede zwischen den zwei Szenarien, die man untersucht. Man sieht zum Beispiel mittlerweile bereits schon, dass da in der mittleren Zone 1 eigentlich nur noch relativ wenig los ist, dass es noch ein paar Leute hat, die noch rausfahren, vielleicht noch vereinzelt quer durch. Aber vor allem im anderen Fall hat es da eigentlich noch bedeutend mehr los. Und je später die Zeit geht, dann sehen Sie jetzt da recht schön an und für sich, da hat es jetzt wirklich nur noch ein paar wenige, die rausfahren. Versus halt eben, sobald man weniger Informationen hat, man weiß nicht, wo es Stau gegeben, man weiß nicht, vielleicht die Strassen sind schlechter, dann dauert es halt einfach einiges länger, bis alle das Gebiet können verlassen. Die Forscher der ETH haben in ihrem Bericht 212 verschiedene Szenarien berechnet. Von der perfekten Variante bis zur Version, in der alles schiefläuft. Das ist Neuland für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Bisher gab es keine konkreten Strategien für die Evakuierung aus einer Gefahrenzone. Die Studie, die wir durchgeführt haben, die hat aufgezeigt, dass man erstens auch in der Schweiz eine grossräumige Evakuation durchführen kann. Und sie hat uns zweitens gezeigt, dass es auch möglich ist, je nach Verhältnis, wo herrscht, dass man das zwischen einem halben und maximal zwei Tagen machen kann. Die verschiedenen Simulationen helfen uns, für Behörden und Krisenstäbe Entscheidgrundlagen zu machen, damit sie in der konkreten Situation über so eine Evakuation entscheiden können.
Noch liegt das fertig erarbeitete Konzept in den Schubladen der Behörden. Bis der Bundesrat das strategische Notfallszenario und die Evakuierungspläne offiziell genehmigt, heißt es immer noch ab in den Keller. Das, was ganz wichtig ist, wir haben zwei Alarme. Mhm. Also wir haben wirklich den ersten Alarm, wo wir die Leute wecken und wo man sagt, es ist etwas passiert, wo nachher die Informationen über Radio kommen. Erst beim zweiten Alarm weiss man, jetzt muss ich wirklich reingehen ins Haus und jetzt muss ich mich schützen. Das ist eigentlich der Punkt. Vielleicht will ja das Haustier noch mit reinkommen. Ich habe Katzen, ich habe vielleicht Hunde. Was mache ich, wenn die noch durch Katzenklappen reinkommen? Also ich denke, jetzt nach dem ersten Alarm wäre wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, seine Haustiere reinzuholen. Also sofern ich halt meine Katze noch finden tue. Nach dem Wolkendurchzug ist sie halt dann draussen kontaminiert. Und da darf ich sie nicht mehr reinlassen? Ist in dem Sinne einfach kontaminiert, also sie kann natürlich dann verstrahlt sein, sie kann dann halt die Radioaktivität reinbringen. Dann könnte man auch sagen, dann wäre es eben sinnvoller, wenn man sie dann halt dann draussen lässt. So. Ist so gut. Also da haben wir hier die typischen schönen Kellerabteile. Und die sind zwar wirklich noch schön, weil sie aufgeräumt sind. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Zuhause ist nicht so schön aufgeräumt. Bei mir wäre schon mal alles verstellt, ich könnte nicht hier rein. Wäre das so ein Ort, wo ich mich verschanzen sollte? Das ist eine Möglichkeit, die Sie haben. Und Sie müssen sich wirklich bewusst sein, Sie haben jetzt eigentlich genug Zeit, um diesen Raum auch vorzubereiten. Das heisst, die Sachen, die ich hier drin habe, die kann ich zum Beispiel in die Wohnung aufräumen, hier ein paar Stühle abnehmen, dann würde ich hier ein paar Sachen für Kinder noch mit abnehmen, ein paar Spiele. Und Sie haben sogar hier noch einen Stromanschluss, wo Sie nachher den Radio anschliessen könnten. Das würde grundsätzlich gehen. Es gibt Leute, die in einem Altbau wohnen, Leute, die in einem Minergiehaus wohnen. Wie sieht das aus? Auch vielleicht mit Lüftungen. Wo kommt Radioaktivität überall hin? Also Radioaktivität würde in dem Sinne eben über die Lüftung reinkommen ins Haus oder ganz normal über Fenster. Die Fenster sind halt nicht hundertprozentig abgedichtet. Also da kommt Luft rein, würde auch die Radioaktivität reinkommen. Ja. Und vom Schutzfaktor sind wir einfach grundsätzlich besser, je mehr Masse das wir haben. Also je dicker dass die Wände sind, je weiter dass wir unter dem Boden sind, desto besser sind wir eigentlich gegen die direkte radioaktive Strahlung eigentlich geschützt. Es gibt noch einen grösseren Keller, wo man zum Beispiel könnte reingehen könnte. Wo auch ein bisschen komfortabler ist. Darf ich es rein bitte? Also das ist schon fast eine Luxusvariante, sage ich mal, oder? Wenn man so einen Raum hat. Wie finden Sie den? Also das ist sicher wahrscheinlich das Optimalste, was man hat. Oder? Einerseits hat man auch genug Platz für die ganze Familie mit abzunehmen. Ja. Man ist nicht auf so beengtem Raum wie vorher. Der Schutz ist hier auch sehr gut. Wir sind ein bisschen unterhalb. Wir haben dicke Wände. Die Fenster kann man sicher noch zumachen. Und eben, wir haben hier Platz, wir Wasser haben sogar und Strom. Einen Wasseranschluss. Das wäre ehrlich gesagt das Erste, was ich nicht mehr trinken würde. Hahnenwasser, das ich sonst immer trinke. Bundesamt für Gesundheit, was empfiehlt das im atomaren Ernstfall? Also, wenn das Wasser nicht mehr trinkbar wäre, würde man das nachher über die Radiomeldung natürlich entsprechend melden. Es gibt immer wieder einmal, dass halt vielleicht Trinkwasserspeisung nicht mehr gut wäre. Und so. Dann hört man das eigentlich über die Medien oder über das Radio, wie das eigentlich verbreitet. Wenn Sie nichts davon hören, können Sie davon ausgehen, dass bei uns Trinkwasser immer noch trinkbar ist. Ich will mich nicht getrauen. Für die radioaktive Strahlung haben Sie die Jodtabletten bekommen. Genau, die habe ich da sogar eingepackt vorne. Die Jodtabletten, nehme ich die jetzt? Wenn es zu einer Freisetzung kommt von radioaktivem Jod, und das würde man dann nachher am Radio hören, heisst, dass man eben hier in einen geschützten Raum gehen soll und dass man die Jodtabletten entsprechend einnehmen soll. Das heisst, für uns Erwachsene wären es zwei Tabletten pro Tag. Vielleicht haben wir noch Haustiere, die wir auch mit hier abnehmen. Wie stellen Sie sich das vor? Wie richtet man sich da am besten ein, wenn man auch noch Tiere mit abnimmt? Muss man natürlich die Sachen für die Tiere halt auch mitnehmen. Wir haben zum Beispiel zwei Katzen. Ich würde jetzt sicher meine Breckis abnehmen für die Katzen und noch das Köbli, wo sie immer drin sind. Wenn ich einen Hund habe, mit dem muss Gassi gehen, kann ich da die frische Luft? Wenn wir dann nachher wirklich in dieser heißen Phase sind, wo man nicht mehr rausgehen sollte, denke ich, müssen wir irgendetwas Improvisiertes vielleicht hier drin machen.
Also bei der Katze würde man das Katzenkistchen mit abnehmen. Beim Hund müsste man vielleicht etwas improvisieren. Grossbetrieb, der öffentliche Verkehr oder eben auch Spitäler, wie funktionieren die in so einem Ernstfall? Machen die zu? Also die machen zum gleichen Zeitpunkt werden die alarmiert, vielleicht zum Teil noch ein bisschen früher. Und die werden dann ihren Betrieb genauso einstellen. Also die Leute vom öffentlichen Verkehr, die werden nachher auch heimgehen, zu ihrer Familie gehen. Also der wird in dem Sinne nicht mehr funktionieren. Die medizinischen Leistungen in den Spitälern würde man wahrscheinlich auch auf das Minimum versuchen zu reduzieren. Mein Gebiet, mein Quartier ist verstrahlt. Ich muss das Quartier verlassen, mein Zuhause verlassen. Herr Storch, kann ich da einfach rausspazieren oder brauche ich einen Mundschutz? Soll ich mich irgendwie schützen? Also grundsätzlich muss man schauen, wo ist jetzt der Wolkendurchzug war. Also wo ist jetzt die Radioaktivität angegangen und welche Gebiete sind jetzt in dem Sinn eigentlich nicht kontaminiert, nicht betroffen. Und dann muss man dort entsprechend die Unterkunftsmöglichkeiten noch suchen. Rechnet ihr persönlich damit, dass die Leute vorbereitet sind, wenn so etwas passieren wird? Sobald wir die Informationen haben, geben wir das den Leuten, sodass sie sich vorbereiten können. Und wir setzen eigentlich darauf, dass wenn man dann einmal die Sirene hört, dass die Leute wirklich Radio hören und auch die Anweisungen befolgen. Weil wir haben uns mit dem beschäftigen und wir wissen, was dann zu machen ist. Ich hoffe, wir hören die Sirene nie, weil man sieht von Fukushima, was es für Auswirkungen hat. Man rechnet dort damit, dass grosse Teile der Sperrzone noch jahrzehntelang verstrahlt und somit unbewohnbar bleiben. Mehr dazu im Schwerpunkt auf srf.ch/atom. Und dort finden Sie auch die turbulente Geschichte der Atomenergie in der Schweiz und Antworten auf die Frage, wohin mit dem Atommüll? Wohin mit all den Wäschbären? Das fragt man sich in Deutschland, wo der Wäschbär zünftig Theater macht. Er ist heute der Hauptdarsteller in unserer Serie über tierische Einwanderer. Der Wäschbär hat ursprünglich in den USA gelebt, bis er vor 100 Jahren als Pelz so richtig in Mode gekommen ist. Darum hat man ihn auf Pelztierfarmen angefangen zu züchten. Die Deutschen haben sich der Wäschbär in den goldenen 20er ins Land geholt. Die deutsche Versuchszüchterei Edler Pelztiere GmbH & Co. hat das zu München geheissen. Ein riesiges Geschäft, bis die Wirtschaftskrise zugeschlagen hat. Der Zuchtpelz vom Wäschbär war nicht mehr gefragt. Die Züchtereien mussten zutun. Und die Wäschbären? Die hat man häufig einfach ausgesetzt. So zum Beispiel zu Wolfshagen. Es sind dort zwar nur 4 Tiere freigekommen, aber die haben sich munter vermehrt. Zuerst geht der Mensch dem Wäschbär an den Pelz und jetzt geht der Wäschbär den einheimischen Arten an den Kragen. Warum der Wäschbär viel mehr Probleme macht als beispielsweise Füchse und wieso seine Einbrechermaske, die er anhat, gar nicht so verkehrt ist. Der SRF Deutschland-Korrespondent Adrian Arnold hat für uns die Fährte vom Wäschbär aufgenommen. Heimweh nach Nordamerika? Nach der ursprünglichen Heimat? Von wegen. Er lebt wie Gott in Frankreich, mitten in Deutschland, im Bundesland Hessen. Und weil es dem Waschbären hier so gut geht, werden es immer mehr. Seit 1990 ist der Bestand von 500.000 auf schätzungsweise 1 Million angestiegen. Besonders wohl ist es ihm in den Wäldern rund um Kassel, im Revier von Forstmeister Dieter König, der uns durch sein Hoheitsgebiet führt. Zu Hunderten hausen sie hier in den Altbauwohnungen des Habichtwalds in jahrhundertealten Eichen. Keiner zu Hause. Aber das sind beliebte Nester. Das sind beliebte Nester. Hier waren auch schon Nester drin. Das bietet ihnen Sicherheit. Ja? Das ist trocken da, kein Regen. Ist ja auch angenehm, wenn man eine Kinderschuhe hat. Und es ist ein sicheres Brutplätzchen für die Waschbären. Und das ist auch mit ein Grund, warum es hier im Habichtswald so viele gibt. König zeigt uns das Waschbären-Schlaraffenland. Kleine Seen, wo sich die allesfressenden Waschbären Reptilien und Fischleich holen, Felder mit reichlich Regenwürmern, Obst oder Gemüse und Baumkronen, wo seltene Vogelarten nisten. Warum ist er denn ein Problem, fragen wir. Problematisch ist ein bisschen, dass er einfach auch klettern kann und zum Beispiel Spechthöhlen plündern kann oder Greifvogelhorste plündern kann. Und das ist halt das Problem bei dem Waschbär. Der Fuchs, der bleibt auf dem Boden, kommt also an solche seltenen Tiere eher nicht dran. Und der Waschbär, der klettert dann mal gerade hoch und plündert auch eine Spechthöhle aus. Von den angrenzenden Wäldern fahren wir hinein in die Stadt Kassel mit 190.000 Menschen und noch ein paar anderen Bewohnern.
11'000 Waschbären leben mittlerweile in und um Kassel. Damit ist Kassel die Waschbärenhauptstadt von Deutschland. Am Abend, wenn es einfistert, in der Dämmerung, werden die Tiere aktiv. Vor allem hier in einem Einfamilienhaus- und Villenquartier von der Stadt. Für viele Hausbesitzer hier in Kassel sind die Tiere mittlerweile eine richtige Plage. Es gibt ja auch so viel Auswahl für den nachtaktiven Waschbären in den Mülltonnen der Hinterhöfe. Und sie finden wunderbare Nistplätze unter den Dächern. Ob durch ein Katzenfenster, den Kamin, offengekratzte Isolationen oder freigelegte Ziegelabdeckungen, die Waschbären schaffen es immer wieder in die Dachstöcke. Einmal drin, bleibt kein Stein auf dem anderen. Mit ihren starken und flinken Pfoten reißen sie Isolationen und Dämmungen auf. Jedes Jahr melden in Kassel hunderte Hausbesitzer Waschbärschäden. Schadensbeträge in Höhe von mehreren tausend Euro. Waschbärschäden sind in Kassel ein Fall für Frank Becker. Ich habe mich darauf spezialisiert, die Häuser waschbärsicher zu machen. Das heißt, der Waschbär darf erst gar nicht aufs Dach kommen. Ab dem Moment, wo der auf dem Dach ist, geht der auch rein. Das können Sie nicht vermeiden. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, mechanisch oder elektrisch. Dafür hat Becker einen Elektrozaun entwickelt und patentieren lassen. Sogar japanische Stadtverwaltungen, die Probleme mit Waschbären haben, kaufen bei ihm ein. In Hessen und ganz Deutschland hat er diese Stromzäune an mehr als 1000 Hausfassaden angebaut. Das gibt einen Stromschlag, der tut auch wirklich weh, ist aber nicht gefährlich. Das ist halt der Unterschied. Das ist eine sehr hohe Spannung, aber ganz wenig Strom. Mhm. Und insofern ist das also überhaupt kein Problem. Das sind natürlich zugelassene Geräte, alles und so weiter. Gar kein Thema. Das Prinzip ist eigentlich von einem Elektrozaun, was man so von einer Kuh- oder Pferdeweide kennt. Wir fahren weiter durch das Waschbärenland Hessen, vorbei an Dörfern mit den typischen Fachwerkhäusern und erreichen diesen idyllischen Ort, wo alles begann. Hier an der Edersee, 50 km weg von Kassel, haben am 12. April 1934 Leute vom Forstamt Vöhl zwei Holzkisten hertransportiert. Drin ein Waschbärenpaar. Das ist der Ursprung der deutschen Waschbärenpopulation. Heute leben hier auf 10 Hektaren 10 Waschbären. Das sind 10-mal so viel als in ihrem ursprünglichen Lebensraum in den Laubwäldern von Nordamerika. Der Ort um den Edersee war bewusst gewählt, weil er abgegrenzt ist durch hohe Hügelflanken und durch das tiefe Gewässer. Doch die Kletter- und Schwimmkünste des Waschbären waren den Verantwortlichen von damals offenbar wenig bekannt, so dass er sich von hier aus weit verbreitet hat. In der kleinen Gemeinde Vöhl finden wir das Forstamt, wo 1934 Forstamtsleiter von Birlepsch den Entscheid zur Aussetzung fällte. In dessen Büro sitzt heute Dr. Gero Hütte von Essen, der uns aus alten Beobachtungsprotokollen vom April 1934 vorliest. Von einer ersten Schadensmeldung, 12 Tage nach der Aussetzung. Hier steht einen WB, also Waschbär, im Kartoffelfeld gefunden. Da ist er dann also auch schon unterwegs gewesen. Die Tage der Aussetzung sind genau nachgezeichnet. An der Ahnengalerie zeigt er uns Freiherrn von Berlepsch. Er war verantwortlich dann 1934 für das Aussetzen der ersten Waschbären hier. Aber der hat sich noch nicht vorstellen können, dass die auch so Schäden anrichten, oder? Ich glaube nicht. Dass er, also die Ausbreitung, die der Waschbär dann mitgemacht hat, die konnte er sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Trotz den Schäden, die der Waschbär in seinem Revier anrichtet, hat Hütte von Essen dem Tier ein kleines Denkmal im Forstamt errichten lassen. War es ein Fehler, damals das Waschbärenpärchen auszusetzen? Hier sind die Meinungen sehr gespalten. Ich habe sowohl die Anrufe von der einen Seite wie von der anderen Seite. Es gibt sehr große Waschbärliebhaber, denn es ist ein sehr putziges Tierchen. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, dass er ein Schädling ist und ein Störenfried. Von daher möchte ich es nicht entscheiden. Wir sind im Nachbarsdorf. In einem Hinterhof finden wir Kasper und Lotte. Zwei Waschbären, denen die Wildtierbiologin Susanne Dorr seit 5 Jahren ein Zuhause gibt. Selbstbedienung ist hier nicht, du alte Zicke. Sie hat die beiden Bären von der Auffangstation aufgenommen. Sie betreut und beobachtet diese zu wissenschaftlichen Forschungszwecken
und erzählt uns, was die Waschbären so einzigartig macht. Dass sie eigentlich so einen ganz eigenen Charakter haben. Also sie sind nicht wie ein Hund oder eine Katze. Es ist halt ein ganz eigenes Tier, ein ganz eigener Charakter. Und man kann unglaublich viel mit denen machen. Also es ist, die sind hochintelligent. Wenn ich hier zum Beispiel eine Nuss in dieses Loch packe, wenn sie das sieht, komm mal hier, dann holt sie das auch raus. Wenn es wärmer wird, führt sie die Waschbären spazieren. Im Dorf, wo viele wenig Freude haben am Waschbären, lernen sie so auch eine andere Seite des Tieres kennen. Wenn so ein Waschbär dann auf einen zukommt und man kann die auch anfassen und streicheln, da waren eigentlich alle Leute gleich total begeistert. Und inzwischen haben wir halt ganz, ganz viele Anfragen von Kindergärten, Schulen, ob sie vorbeikommen können. In ganz Deutschland löst die immer größer werdende Population aber doch mehr Sorgen anstatt Freude aus. 2011 hatten die Jäger 71.000 Waschbären erlegt. Doch das intensivere Bejagen hat nicht zu einer Verminderung des Bestandes geführt. Im Gegenteil, die Tiere produzierten in der Folge noch mehr Nachwuchs und wurden aktiver. Biologen sprechen von einer natürlichen Gegenstrategie. Zurück im Habichtswald fragen wir den Revierförster. Ist der Waschbär in Deutschland zur Plage geworden? Ich weiß es nicht. Wo fängt die Plage an und wo hört sie auf? Ich meine, den haben wir jetzt und der ist einfach da. Ja? Mhm. Wenn der Waschbär anfängt, die Isolierung kaputt zu machen und die Dächer abzudecken, für diese Leute ist es wirklich eine Plage. Mhm. Ja? Die direkt in diesen Schwerpunktgebieten betroffen sind, in städtischen Schwerpunktgebieten. Ich denke, hier in der freien Natur ist es eher nicht. Also ist das Wort Plage vielleicht ein bisschen überzogen. Dann halten wir ein letztes Mal Ausschau an diesem kühlen Frühlingsmorgen. Vergebens. Die Waschbären haben sich schlafen gelegt in ihrem neuen Paradies, mitten in Deutschland. Mitten in der Schweiz sind wir nächste Woche bei einem tierischen Einwanderer, bei einem, der ihnen theoretisch sogar auf dem WC begegnen könnte. Die überfüllten Mülltonnen unserer Wohlstandsgesellschaft sind ein Schlaraffenland für die Ratten. Aber man findet es eben nicht nur im Abfall. Könnte eine Ratte theoretisch bei mir das WC draufkommen? Die Abflusshaare, die sind innerlich sind die verkrustet mit Dreck. Und mit diesen Krallen können die Ratten dann die Abflusshaare draufsteigen. Zusammen mit einem Schädlingsbekämpfer gehen wir auf die Jagd nach einem Rattenclan in der Kanalisation. Und Sie erfahren, wie die Ratte den Weg zu uns in der Schweiz gefunden hat, heute in einer Woche in unserer Serie über tierische Einwanderer. Hier auf SRF 1 bei Eschbacher ist heute Abend der abtretende Raiffeisen-Chef Bierin Vinzenz zu Gast. Zuerst jetzt aber Kollegen von 10 vor 10 mit Aktuellem vom Tag und Hintergründen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jetzt einen schönen Hinicht. Auf Wiedersehen.